Hallo und willkommen zurück bei Kingdom Come Deliverance. Wir sind jetzt auf der Suche mit unserem vollgefutterten Köter, Calvin und Pebbles nach diesem Diadem, beziehungsweise nach demjenigen, der diesen Aldomit oder wie er hieß, der für das Diadem gebraucht wird, beschaffen sollte und der aber nicht zurückgekehrt ist. Und wir begeben uns jetzt am frühen Morgen zu der Stelle, an dem er das letzte Mal vermutet wird oder wurde. So, das ist auch nicht so weit weg, da dürften wir bald da sein. Ich will aber mal... Ja, da hinten ist Sasau, ne? Das ist schon relativ groß, also das ist schon echt ein ordentlicher Batzen Stadt, der sich da gefunden hat. Doch ein Tick weiter weg. Ich dachte, das war ja gleich um die Ecke. Aber das dürft ihr von gleich kommen. Das ist so ein Suchgebiet wieder. Da müssen wir wahrscheinlich gleich mal gucken, ob wir da irgendwelche Hinweise finden zu dem Kerlchen. Geht's hier nur hoch oder geht's hier auch runter? Ah ja, doch, hier geht's runter. Ich vermute, warte mal, ich muss mal kurz mein Mikrofon anpassen. So. Ja, sorry, falls da gerade komische Geräusche kamen. Da unten müssen wir hin. Da gehen wir jetzt auch direkt hin. Ich hoffe, wir lauern uns keine Banditen auf. Aber ich vermute, auf dem kleinen Weg, da werden die sich ja nicht zwischendrin verstecken und hoffen, dass hier einer langkommt. Sondern die sind vielleicht eher bei den größeren Wegen zwischen den Dörfern und Städten unterwegs. So, und da sind wir schon im Suchgebiet. Aha! Da ist hier direkt was. Ich hoffe, das ist er nicht. Weil das sieht schon mal aus der Ferne nicht so gut aus. Ich dachte, hier liegt Blut rum, aber nee, das ist erstmal eine Decke, aber davon. Oh, da hat es einen in den Wald geschleift. Na, Vorsicht, nicht mit unseren relativ neuen Schuhen da durchs Blut latschen. Durch Scheiße ist kein Problem, das bringt wenigstens Glück, aber durchs Blut laufen, das ist nicht so prickelnd. So. Okay. Schön mit der Nase schnüffeln, Calvin. Irgendwo muss hier was sein. Vielleicht unten am Flussufer. Was ist das? Da ist einer. Da sind sogar zwei. Köterli. Ah, shit, da ist ein Bogenschütze dabei. Hey, ihr alle, hier sammeln. Schlagt Alarm. Schlagt Alarm. Okay, der hält nicht viel aus hier vorn. So, wie war das mit den Kombos nochmal? Ich hab alles vergessen. Ich bin zu hektisch. Hau ab mit deinem Bogen. Oh, du Drecksack. Alter, wo hat der mich denn getroffen? Alter, du Bastard. Okay, der ist down. Komm her, du Weichei. Okay, jetzt wollte ich gerade eine Combo anbringen. So unten links und dann rechts, ne? Ja, nee. Ah, Ausdauer. Ja, am liebsten block ich und dann steche ich den ins Gesicht. Aua! Ja, das... Ja, guter Schlagabtausch. Ja. So. Ja, räudigen Bastarde. Ich wollte doch nur Fragen stellen und dann muss es hier ausarten, oder was? Bewaffnet gehst du nirgendwo hin. Lass deine Waffe liegen und hau ab. Wie du willst. Wenn das Kuman wäre, dann hätte ich die jetzt pernach erledigt, aber sind nur Banditen.
ihn ziehen lassen, wenn er zahlt. Ich lass dich laufen. Aber die Waffe bleibt hier. Ich hab wohl keine Wahl. So, verschwinde, du Schwein. Der hat einmal mit dem Pfeil richtig gut getroffen. Ich frag mich, wohin. Meiner Meinung nach, jetzt komme ich da nicht ran. Ich mich hinhocke. Ah ja. Hornstrauchjagdbogen. Vielleicht ist das ein sehr guter Jagdbogen. Ein paar Pfeile hat er mir nicht da gelassen. Ne? Wir nehmen mal einen Verband. Linker Arm. Ja. Haben wir noch mehr? Linker Arm 0%. Ach so, jetzt ein. Okay. Habe ich doppelt benutzt, ne? Gut, ist nicht so schlimm. Wie sieht's mit der Sattheit aus? 67, dann können wir uns ja hier mal bedienen. Ich hoffe, hier ist kein Gift reingemischt. Das wird jetzt noch fehlen. Blutung und Vergiftung. Na, es ist keine so gute Kombi. So. Ja, aber eigentlich suchen wir hier nach jemandem, ne? Das ist natürlich... Ach, wie idyllisch. Ach, schön, wenn hier nicht das Blut überall wäre. Guckt euch das an. Hast du was gefunden oder hast du dein Häufchen gemacht? Da ist noch eine Kiste. Oh, leicht. Die kriege ich auf. Flämischer Stoff. What? 270? Alter. Französische Altarkerze. Glaskelch. Ach, hier ist der Moldavit. Ich gehe kaputt. Lol. Top. Sorry. Ja, nice. Ach, und hier ist der Martin Fitzek. Naja, nee, ich plündere nichts. Ich wollte nur... Scheiße. Aber wir können mal was probieren. Den habe ich gar nicht liegen sehen die ganze Zeit. Kann man den so eine Flussbestattung geben? Ja, das ist jetzt auch nicht so das Ehrenhafteste hier. Arme Socke. Haben wir hier vielleicht am Baum angelehnt? Das ist doch dann wenigstens... Achso, hier kann ich ihn nicht fallen lassen? Hier. So, dann... Ruhe in Frieden. Okay, wir haben das Teil. Wir haben aber... Also der Bogenschütze... Der hat mir einmal, glaube ich, so ein Drittel meiner Lebensenergie mit einem Pfeil... weggeschossen. Was hat denn der für einen Bogen eigentlich hinterlassen? 59 Schaden, der macht mehr Damage. Aha. Da wechseln wir auf den, den müssen wir aber reparieren lassen. Ja, geil. Wie sieht der aus? Der sah ein bisschen größer aus, oder? Okay. So. Sehr schön. Alles klar. Dann können wir ja wieder zurück zu B, genau. Okay. So, da war doch hier der Weg, ne? Genau. Ja. Okay, dann klappt das ja mit dem Diadem. Vielleicht braucht er jetzt nochmal irgendwie so ein paar Tage, um das zu schmieden. Vielleicht muss er auch nur noch den Stein einsetzen und... Aber vielleicht muss er auch den Stein noch schleifen oder so. Vielleicht kriegen wir es noch gar nicht direkt mit, das Diadem, sondern müssen noch mal wiederkommen. Aber mal schauen. Auf jeden Fall haben wir uns eine Behandlung bei den Zuberdirnen verdient. Na, Pebbles siehst du auch so. Dich setzen wir mitten so in den Pottich. Köter Kelvin kommt auch mitten in den Pottich rein. Und dann spielen wir hier die Sasauer Stadtmusikanten. Ey, wäre doch lustig, wenn ich...
wenn wir unseren Calvin auf dem Rücken tragen könnten, so als Huckepack auf dem Pferd. Alle drei auf dem Pferd. Alle zwei auf dem Pferd, so rum. Alle drei zusammen. So, Achtung. Innenstadt, hier sind nur 30 erlaubt mit dem Pferd. Eieiei. Also der hat uns ordentlich eingeschenkt, der eine. Danach dachte ich, ich erinnere mich. Die Treppe der Verderbnis. Der kommt hier nicht normal hoch. Das ist unfassbar. Erst die letzten 3-4 Stufen ging dann. Nee, heute auch nicht. Heinrich? War mir nicht schwach. Der guckt schon komisch. Guck mal, was ich hab. Guten Tag. Der Moldawit, über den wir sprachen. Ja, gibt es etwa Neuigkeiten? Ja, ich habe Händler Fizek gefunden. Eigentlich eine gute Nachricht, doch warum sehe ich ihn nicht an deiner Seite? Weil es eine schlechte ist. Er ist tot. Heilige Maria! Er war ein guter und respektabler Mensch. Ich werde für ihn beten. Wie dem auch sei, lass mich einen Blick auf den Stein werfen. Natürlich. Hier ist er. Ausgezeichnet. Er sieht unversehrt aus. Ich mache mich an die Arbeit. Morgen Abend kannst du das fertige Diadem abholen. Lebe wohl. Gut, dann sind sie schon fertig. Ich will das Diadem abholen. Ist es fertig? Ich sagte doch, ab wann du das Diadem abholen kannst. Es ist noch nicht so weit. Ich wollte nicht nochmal die Treppe hier hoch. Ist okay, wenn ich hier 2 Tage schlafe oder so. Na gut, okay, wir kommen später nochmal wieder. Wir müssen uns erstmal reinigen lassen. Oh Mann, das war die falsche Seite. Ja, ich komme. Na gut, wir gehen jetzt eh zu den Badezubern. So. Ah, hallo, Florian, na? So, also, wo ist denn hier das Badehaus? Das ist bestimmt hier unten irgendwo. Hier im unteren Teil von Sasau. Oder hier oben. Nee. Das ist die Mühle, okay. In der Regel sieht man das schon ganz gut mit diesen Badehäusern. Die haben immer so weiße Zelte. Ah, oh, guck mal, Sasau. Oh, jetzt geht's aber los hier. Die haben eine eigene Köhlerei. Respekt, nicht schlecht. Da unten ein paar Fischreusen. Ein paar romantische Plätzchen haben sie hier auch. Top. Vogelhäuschen stand da rum. Da hinten, da sind diese kleinen weißen Zelte. Ich vermute, da ist das Badehaus. Da hinten irgendwo. Aber wenn man, ach Leute, wenn man noch angeln könnte in dem Spiel. Oh, ein Träumchen. Ich bin so großer Angelfan in Videospielen. Ich weiß auch nicht, wo das herkommt. Keine Ahnung. Aber so wie ein Spiel Angeln beinhaltet, einigermaßen gut umgesetzt. Also das meinte ich nicht, da hinten das. Da bin ich dabei, da kann ich stundenlang mit verbringen. Genauso wie mit dem Würfeln. Wir haben heute noch nicht gewürfelt, ne?
So, das hier ist doch mit Sicherheit das Badehaus, oder? Nicht vor der Tür parken, sonst werden wir wieder abgeschleppt. Ah, Badehaus, jawohl. So. Guten Tag. Beste Grüße. Wie kann ich dienen? Einmal alles bitte und eine Diät-Cola. Ich bin an euren Diensten interessiert. Was hättest du denn gerne? Ich brauche ja Heilung, Bad und saubere ich Kleidung. Ich möchte meine Wunden versorgen lassen und ein Bad nehmen. Oh, und meine Kleider gehören gewaschen. Das lässt sich machen, aber du musst im Voraus bezahlen. 30? Ja, komm, ist okay. Gut. Bitte sehr. Du wirst es nicht bereuen. Gott behüte dich. Es dauert wieder einige Zeit. Es gibt viel zu waschen. Heinrich ist sehr schmutzig, hat sehr viele Wunden davongetragen. Das muss jetzt mal sein. Die Zeit gönnen wir uns jetzt einfach mal runterkommen, mal im warmen Wasser ein bisschen chillen mit unserem Pferd und unserem Köter zusammen. Top. Die Zeiten müssen wir einfach genießen. So, herzlichen Dank. War mir eine Freude. Ne? Hundi ist auch wieder ganz, ganz sauber. Pferdi auch. So. Also, das Diadem bekommen wir noch nicht. Aber hier gibt es ja natürlich noch mehr zu entdecken. Hier vorne scheint einer eine Aufgabe für uns zu haben. Ah, der Metzger. Entschuldigung, der Fleischer. Metzger. Es ärgert mich, dass du zu mir kommst. Ja. Brauchst du eine helfende Hand, Fleischermeister? Nein, aber ich habe ein Problem, Nachschub zu kriegen. Ah, ey, wir haben noch ein bisschen Hasenfleisch. Ich verstehe, die Straßen sind nicht mehr sicher. Nein, das habe ich nicht gemeint. Rind und Schwein kriege ich zuhauf, aber die Bürgerlichen haben gehobenere Gelüste. Vielleicht kannst du mir ja unter die Arme greifen. Ich soll wildern gehen? Heilige Maria, sowas würde ich nie vorschlagen. Nein, du müsstest das Wild auf andere Weise besorgen. Ich will dir ja nicht den Brei verderben, aber Wild wächst nicht auf Bäumen. Stimmt nicht. Nein, aber wenn du zufällig mal in den Wald gehst und über was stolperst, wenn du verstehst, was ich meine. Das versteht der Heinrich außerordentlich gut. Er hat da nämlich viel Erfahrung drin. Na schön. Dann mache ich mal einen Spaziergang und wenn mir was vor die Füße fällt, bringe ich es zu dir. Sehr schön. Freut mich, dass wir uns verstehen. Bring mir fürs erste Wildschwein, damit ich sehe, ob du was taugst. Oh, shit. Und keine Angst, du gehst nicht leer aus. Lebe wohl. Wir haben noch nicht ein einziges Wildschwein erjagt. So, pass auf. Ich habe hier noch fast vergammeltes Fleisch. Wie wär's denn damit erstmal? Ja, 5 kriegen wir noch. Wir haben doch noch, haben wir? Achso, ja gut, wir hätten noch mehr, aber... Ja komm, das... Dafür will ich auch nicht mehr haben. Hätte ich ihm auch fast geschenkt. Ach krass, der hat hier gerade was aufgehängt. Oh. Nimm's dir ruhig runter. Komm her, ich geb's dir runter. Kelvin, komm her. Zack, hier. So, okay. Wildschweinfleisch. Ach du Scheiße. Ist mir das eventuell markiert worden, wo ich Wildschwein finde? Wir haben ja schon immer mal so Jagdgebiete gefunden. Rehe, Jagdgebiet. Und wir waren ja mit dem Hans, waren wir ja auch Wildschweinjagd eigentlich. Hier oben war das irgendwo, ne? Hier. Aber... Hier zeigt es mir auch nur Jagdgebiet Rehe an. Hier ist noch eins. Ich gucke gerade, ob ich irgendwo was mit Wildschwein finde, aber ich glaube... Nee, das sind auch Rehe. Nee, wir haben noch kein Jagdgebiet mit oder für Wildschweine gefunden.
Nee. Na gut, irgendwo wird es das natürlich geben. Aber der hat es jetzt, glaube ich, nicht so eilig. Da oben gibt es noch eine Aufgabe in der Nähe, wo wir das Diadem abholen sollen. Und hier unten gibt es natürlich auch noch mehr. Guck mal, wie groß das ist. So, da gucken wir uns erstmal hier unten weiterhin um. So, komm, mein treues Ross. Irgendwann kaufen wir uns mal ein neues Pferd, aber wir brauchen dafür viel Geld. Und wenn der Heinrich, dann nehme ich mich mal außen vor. Das liegt am Heinrich. Wenn der beim Würfeln ständig das Geld verzockt, ich will gar nicht wissen, wie viel 1000 Groschen das schon waren. Also bestimmt ein Tausender an Groschen sind schon beim Würfeln abhanden gekommen. Aber durchs Wildern auch fast wieder rein, von daher ist schon okay. So. Ach, ist das der Sasauer Schmied, der hier sein beim Stahlhärten irgendwas vor sich her blubbert? Wie ist denn Ihr Blasebalg? Sagen Sie, Sie haben auch so einen schönen großen, ne? Das ist ja toll. Waffenschmied Fink. Ich hoffe, ich kann dir zu Diensten sein. Na, das wollen wir doch mal sehen. Hast du zufällig Arbeit? Tja, wenn ich so drüber nachdenke, es gäbe da eine Sache. Kürzlich kam so ein heiliger Mann vorbei. Er hat behauptet, er käme aus dem Heiligen Land und hat Relikte verkauft, die er auf seinen Reisen gesammelt hat. Verstehe. Jedenfalls habe ich gehört, er hätte Bruchstücke eines Schwertes, das einst der berühmten tschechischen Königin Saba gehört hat. Aber als er bei mir ankam, war kein einziges mehr übrig. Er hatte nur noch zwielichtige Waren, wie Splitter vom Kreuze Jesu, Dornen seiner Krone. Nichts, was mich interessiert. Und wer hat die Bruchstücke des Schwertes nun? Er hat sie an die Schmiede in der Gegend verkauft. Sie haben sie bloß zu Hause rumliegen als Glücksbringer. Wenn ich alle hätte, würde ich das Schwert zusammensetzen. Kannst du dir vorstellen, welche Macht es hätte? Wenn du mir alle Teile besorgen kannst, werde ich dich reich belohnen. Also, das hört sich doch mal gut an. Huh. Sicher, dass die Königin von Saba Tschechin war? Was soll sie sonst gewesen sein? Sagt dir der Name nichts? Frag den Pfarrer. Sie kommt in der Bibel vor. Aha. Ich kenne da einen guten Pfarrer, zu dem wir einen richtig guten Draht haben, der wohnt in Uschitze. Vielleicht fragen wir den. An der Sache, da ist doch was faul. Ist es nicht seltsam, dass ein Pilger etwas so Wertvolles bei sich hat? Willst du damit sagen, er lügt? Nun, den Leuten kann man nicht trauen, aber darüber macht man keine Witze. Gott würde ihn von der Erde tilgen, wenn er heilige Relikte verunglimpfen würde. Welche Macht wohnte dem Schwert inne? Was sonst? Es brachte seinem Träger Glück und schützte sie in der Schlacht. Wo sind die Bruchstücke? Wie gesagt, die Schmiede hier haben sie gekauft. Angeblich hat der Schmied aus Ratai das Größte. Der Bastard wird es vielleicht nicht verkaufen wollen. Aber wenn du es stibitzen könntest... Okay. So ein Schwert könnte ich gebrauchen. Verkaufst du es dann? Tja, das wird dich was kosten. Ja. An die Bruchstücke zu kommen ist eine Sache, aber sie zusammenzusetzen eine ganz andere. Der Pfuscher aus Ratai brächte das nicht fertig. Klingt interessant. Ich werde sehen, was sich machen lässt. Ausgezeichnet. Du wirst es nicht bereuen. Ich zahle gut. Ey, das klingt wirklich sehr interessant. Alles Gute. Ein Bürgerschwert. Ha? Eine Duellklinge. Oh, an unserem Schwert klebt mal wieder Blut. Deutlich besser. 952. Ey. Eine Duellklinge. Oh. Schwert furchtlos. Achso, was ist das? Das ist ein Langschwert. Ah, okay. Kann man mit einem Langschwert auch noch ein Schild tragen? Nee, ne? Bin ich mir jetzt nicht sicher, ob ein Langschwert zweihändig geführt wird. Und wir dann nur noch...
nur noch einhändig kämpfen, also ohne Schild kämpfen können? Klopfer! Oh, hier, das Knappenschwert ist auch nicht so schlecht, ne? Oh, der Kriegshammer, ja. Messerscharf 3. Fertigkeitenbuch für die Instandhaltung und Reparatur. Oh, hier so eine Streitaxt für alle 8800. Ja, Stärke 15, okay. Morgenstern. Das finde ich ist eine ganz coole Waffe. Ist auch eine, die ich bei Dark Souls zum Beispiel ganz gerne gespielt habe. Rettender Engel. Ritterjagdschwert. Schnitter, wow. Also der hat echt viel Kram. Wahnsinn. Das ist ein Kurzschwert. 9 Agilität bräuchten wir, also noch 2 Punkte. 1600 macht aber 64 Schaden. Spalter. Haufen Streitkolben. Zeremonieller Streitkolben. 2200. Heieiei. Ja, geil. Ey, das Schwert der Königin von Saba. Das klingt doch mal mega gut. Sammle die 5 Teile von legendären Schwert und bringe sie dem Schwertschmied in Sasau. Ey, das machen wir. Das finde ich ja top. Also jetzt nicht gleich, ne? Wir machen erstmal hier das mit dem Diadem und so noch weiter und dem einen Banditenlager auskundschaften und so weiter. Aber da könnte ich mir vorstellen, dass wir das relativ zügig dann auch mal machen. Halt, warte, hier wollte ich nicht lang, ne? Was haben wir hier noch? Hier ist noch ein Schmied. Ist wieder so ein bisschen diesig, ne? Wie spät haben wir es denn eigentlich? 15 Uhr fast. Ja, weiß ich nicht, ob es sich jetzt lohnt, nochmal irgendwo hinzureiten, wenn wir dann da irgendwo ankommen. Dann ist die Zeit auch bald vorbei. Dass wir dann eh dort in die Schenke müssten. Deswegen schauen wir uns mal hier in Sasau noch so ein bisschen um. Oben am Kloster. Ich weiß nicht, ob ich schon zum Kloster möchte. Oh, hier wird noch was neu gebaut. Komplett neu. Die andere Schenke. Weib, so sagt mir, besitzen Sie einen Spieltisch? Sieht nicht so aus. Was ist denn das für eine Schenke? Ist ja ekelhaft. Ohne Spieltisch. Pfui, sag ich. Pfui. Wo soll ich denn mein Geld verspielen? Pfui. Hallo. Der Krämer ist hier drüben. Sehr schön. Hier unten hat noch einer eine Aufgabe für uns. Er ist ein bisschen wie Rattay angelegt. Aber irgendwie schöner. Also Sasau, wow, es gefällt mir mal richtig gut. Wer ist das hier drüben? Der Schneider? Ja, komm, wir gucken mal zum Herrn Schneider, was der so für Klamotten hat. Also die haben sie auch gut gelebt, ne? So ein Schneider? Der scheint gut Geld gemacht zu haben. Oh, das ist nicht der Verkaufsbereich. Ah, hier vorne? Ah, hallo. War damals noch nicht Standard, dass die Türen zur Straße hinführten, ne? Oder muss ich da drin hoch? Okay, wow. Vielleicht aber auch hier oben. Also die Schneider haben einen ganz eigen... Nee, okay. Der pennt da. Haben einen ganz eigenartigen Sinn für Humor. Ich will doch nur Sachen kaufen. Vielleicht ja auch hier hinten rein? Nee. Hier vielleicht? Ah, hallo. Ich hätte eine Idee, wie sie mehr Kundschaft in ihren Laden locken könnten. Ich würde das Labyrinth... vorm Verkaufstresen entfernen. Halt! Nicht weggerannt. Ich kann dir zu Diensten sein. Hey, Deacon, du schon wieder. Ah ja, reparieren vielleicht. Ja, komm, mach mal. Ah ja, okay. Jetzt. Nee, nicht wegrennen. Ich wollte doch noch... Nein! Können wir jetzt noch... Ja, okay. Sehr gut.
So. Ein brauner Filzhut. Oh. Huch. Sorry. Oh, wie schick. Oh, das kostet aber auch viel. Der Filzhut geht. Der kostet nur 18 Groschen. Blauer Händlerhut. Oh, schick. Da habe ich gerade gar nichts an, was für den Slot passt, sehe ich gerade. Aber das hier macht doch keinen schlechten. Dunkle was? Purpoint? Purpoint? Ich kenne das Wort nicht. Wir machen uns selber zum schwarzen Ritter. Fände ich eigentlich ganz cool. Ja, nee, danke. So ein Lätzchen. Ach doch, das kann man auch noch extra tragen. Ach so. 400. 461. Für ein Lätzchen. Wenn er wieder sappert. Sappert. Aha. Edle rote Beinlinge. Oh, auch 480, ey. Ein edler Hut für 1300. Ja, der hat was. Da sammelt sich oben der Regen und tropft dann vorne runter. Wappenrock. Ja, der trägt ein bisschen auf. Gefärbte, wattierte Bunthaube. Gefärbter sächsischer Gambeson. Gambeson? Das könnten wir auch anlegen. Das ist nochmal ein anderer Slot hier. 85 kostet es nur. Das nehme ich mit. Oh, ein Kleid. Wieso kann der Heinrich keine Kleider tragen? Eine graue Gugel? Nee, ich hätte schon gern was Dunkles. Ey, so ein Kapuzenschal ist ja gar nicht so schlecht. Graues Hemd, ja. Aber hatten wir da nicht oben eins, was dunkler war? Das war, glaube ich, auch teurer. Oh, guck mal. Ich bin gerade ein bisschen im Kaufrausch, ne? Der hat aber auch echt viel Kram. Auch hier wieder Damenzeug, was wir nicht kaufen können. Schade. Eine Schmiedeschürze. Das ist ja auch geil. Oh, der hier macht keinen schlechten. Das gefällt mir. Ja, auch so ein schwarzer Kapuzenschal. Ja, schön dunkel. Warum nicht? Ey, komm, wir machen unseren eigenen schwarzen Ritter Heinrich draus. So, was habe ich denn da jetzt alles gekauft? Da was. Und da, das habe ich doppelt. Achso, den Kapuzenschal habe ich jetzt doppelt. Ne, dann nehme ich das hier wieder weg. Genau. Haben wir für den Slot und für den Slot was. Ja, doch, gefällt mir. So, aber vielleicht können wir da, das sind immer 272, da kriegen wir doch noch ein bisschen was raus, oder? Ist gut. Das ist zu wenig, viel zu wenig. Nur ein wenig mehr, ein bisschen mehr. Und wir kommen ins Geschäft. Das ist Zeitverschwendung. Nein, oh, das ist immer ärgerlich. Ach komm, jetzt muss ich nochmal alles in den Warenkorb packen. Es tut mir leid. Er hätte auch nochmal sagen können, ja, machen wir. Ja, der hat ja nur das. So, warte. Ich suche das mal schnell raus. Das war weiter unten, ne? Vielleicht gehe ich einfach rückwärts durch. Der schwarze Kapuzenschal war's. Dann gibt's die beiden. Dann nehmen wir den günstigeren, genau. Und dann hatten wir noch. Da hatten wir noch irgendwas, oder? Fuck, was war denn das dritte? Nee, das war's nicht.
Wobei ich glaube. Warte mal. Die beiden Sachen reichen eigentlich. Dann nehmen wir nur mal die beiden weiter mit. Ist gut. Weil du es bist. Nur ein wenig mehr und wir kommen ins Geschäft. Okay, aber nicht wieder wegrennen. Komm hier. Endlich eine vernünftige Gott sei Dank. Eieiei, das ging leider nach hinten los, ja. So. Was brauchen wir noch? Schwarze Handschuhe? Aber die hatte der nicht, ne? Schuhe? Also schwarze Handschuhe, Schuhe und eine Hose. Und weniger auffälligen bunten Kranz auf dem Kopf. Würde vielleicht auch helfen. So, wo ist denn hier die Dame? Hallo, guten Tag. Guten Tag. Wie kann ich helfen? Ach, hat sie noch mal andere Sachen? Nee, das sieht nicht so aus. Dass das Spiel gerade verabschiedet. Scheiße. Warte, wir starten direkt wieder rein. Es braucht nur kurz. Moment. Der Cloud-Status wird aktualisiert. Oh, das ist aber ärgerlich. Jetzt weiß ich natürlich nicht mehr, wann es zuletzt gespeichert hat. Da dürfen wir uns jetzt mal zusammen überraschen lassen. Oh, ich hoffe, das nimmt weiterhin auf. Ja, ich denke schon. Das erste Absturz. Es hat mich schon ab und zu mal auf dem Desktop geworfen. Aber das ist der erste richtige Absturz. Der einzige, der sonst abstürzt, ist Heinrich. Na gut. Ach hier. Es ehrt mich, dass du zu mir kommst. Ja. Okay. Das Gespräch hatten wir schon wegen dem Schwert. Perfekt. So. Jetzt müssen wir die Sachen. Es tut mir echt leid. Jetzt müssen wir die Sachen ein drittes Mal kaufen gehen. Ach, schade. Ich muss mich nochmal kurz orientieren. Nach links runter. Genau. So. Okay. Nochmal zum Schneider. Wir kaufen die beiden Sachen und dann machen wir weiter. Ja, ärgerlich. Aber so passiert es manchmal leider. Hatten wir jetzt schon mit dem Metzger gequatscht? Ja, ne? Mit dem hatten wir, glaube ich, vorher gesprochen. Und diese Wildschwein-Jagdquest anzunehmen. So. Alles klar, nochmal zum Schneiderlein. Ja, da ist auch das Schild dran, dass wir hier rein sollen. So. Hallo, hey, ich bin schon wieder. Grüße. Ja. Euer Laden ist irgendwie so ein bisschen verflucht. Alles Gute. So, pass auf, es geht jetzt ganz, ganz schnell. So, einmal der schwarze Kapuzenschal, das Ding, feilschen. Top. Sprechen wir den Preis. Langsam kenne ich mich in seinem Laden aus. Ist gut. Weil du es bist. Das ist zu wenig. Ja, dachte ich mir. So, komm. Ja, bei dem Betrag kommen wir zusammen. Halt. Sehr gut, dann legen wir das direkt mal an. So. Jetzt aber. Gut. So, wir gehen mal lieber weg. Nicht, dass hier nochmal was schief läuft beim tapferen Schneiderlein. Ja, keine Ahnung, woran das jetzt gelegen hat. Das hat er kurz rumgezuckelt, ne, als ich da durch den Warenbestand von der Frau ging. Und da dachte ich erst, okay, ja, vielleicht fängt es sich gleich wieder. Das hatte sich auch ganz kurz gefangen. Aber dann hat sich direkt verabschiedet. Ja, wer weiß. Keine Ahnung. Ich finde es jetzt nicht so tragisch. Wenn das mal passiert, ist okay. Ist dann immer doof, wenn man dann viel nochmal nachholen müsste. Aber das war ja praktisch um die Ecke. Also 2 Minuten Spielzeit und dann
War es das schon wieder? Hier ist der Gerber? Oder ist der Schuster? Gerber. Schuster. Die arbeiten hier Hand in Hand. Okay. Ha, hallo. Ich bräuchte schwarze Stiefel. Der Herr sei gepriesen. Wie kann ich helfen? Dann viel Glück. Die sind relativ dunkel. Das gefällt mir. Die kosten nur 30. Oh, dunkle Reitstiefel. Wie edel. 150. Edle dunkle Schuhe. 1200. Genau. Da sind wir Krösus oder was? Edle Schuhe. Edle Stiefel. Ich fand die da oben gar nicht so verkehrt für 100 und ein bisschen. Pilgerschuhe, 600, auf keinen Fall. Ein paar Schlappen, ein paar Crocs. Schwarze Leisetreter, die sind aber ein bisschen zu braun. Zu wenig schwarz, zu viel braun. Dafür, dass es schwarze Leisetreter sind. Oh. Oh, die sind teuer. Okay. Also, ich fand die nicht schlecht für 150, muss ich sagen. Wobei. Jo, komm. Nehmen wir mit. Reden wir über den Preis. Nun, versuchen wir es. Sind wir uns einig? Nur ein wenig mehr und wir kommen ins Geschäft. So. Ja, für diese Summe lasse ich mich überreden. Danke. Top. So, schwarze Schuhe. Jetzt bräuchten wir noch eine Hose. Also eine schwarze. Aber hatte der Schneider, hatte der schwarze Hosen? Nee, oder? Oder habe ich da einfach nicht richtig drauf geachtet? Weil sonst verkauft ja hier keiner irgendwie. Weitere Rüstung. Ja, wobei der Rüstungsschmied vielleicht, aber. Gab ja hier einige. Das hier war der Schneider. Hier sind ja noch ein paar andere Geschäfte gegenüber dem Schneider. Und hier oben war ja auch noch irgendwie schmiedetechnisch was. So, pass auf, da gehen wir nochmal zurück zu der Kreuzung. Huch. Ja! Ja. Da oben. Heinrich, unsere kleine Shopping Queen. Da hat er mal ein bisschen Geld und ballert es direkt wieder raus. Aber wir waren lange nicht shoppen, ey. Wir haben uns lange nichts Gutes getan. Der Schreiber. Da können wir auch mal reingucken. Halt, stopp. So geht's ja nur nicht. Oh, Pebbles hier. Ah! Der Rüstschmied. Perfekt, direkt nebenan. Top. Ah, der Herr Vogt. Es ehrt mich, dass du zu mir kommst. Okay. Geht hier etwas Interessantes vor sich? Es ist so friedlich, dass es mir schon Sorgen macht. Naja, es ist, doch auch mal nicht schlecht, Gott, oder? Hüte dich. Was? Guten Tag, wie kann ich helfen? Alles Gute. Auszug aus der Christianslegende. Aha. Ja, ich guck grad. Die Kumanen, ja. Gegen Flöhe und Warzen. Alles Wissenswerte darüber, wie man Flöhe vertreibt und Warzen heilt. Das wäre doch mal ein Buch, was wir der Theresa vorlesen könnten. Das finde ich gut, das nehmen wir mit. Lesebuch 3? Oh, knapp 500. Ja, so viel hat er gar nicht mehr zum Lass Lernen. Lass uns über den Preis sprechen. Nun, versuchen wir es. Zufrieden? Komm schon, ein bisschen mehr und wir sind im Geschäft. Ja, das sollte passen. Danke.
Oh, welch schönes neues Buch wir da jetzt haben. So, wenn wir jetzt noch was Schwarzes für unten rum finden, wäre ja auch gut. So ein paar schöne Beinlinge oder eine Beinrüstung oder so. Das ist hier der Schmied, ja? Wo hat's mir denn jetzt den Rüstungsschmied angezeigt? Ist das hier? Ah ja, okay, da oben auf dem Kompass sehe ich das Icon dafür. Das ist hier in dem Gebäude bestimmt drin. Ah, Kräuterkundler. Scharlatan. Der hat eine Aufgabe für uns. Beste Grüße. Wie kann ich dienen? Sag mal, habt ihr Tollkirschen da? Nur Würste. Nein, danke. Mit dem Scharlatan quatschen wir gleich. Ich will erstmal hier drin. Nicht, dass er uns übers Ohr zieht. Dann habe ich kein Geld mehr. Hallo. Meister Otto. Nicht wegrennen. Rüstmeister. Ja. Gott segne dich. Was kann ich für dich tun? Alles Gute. Oh, unser Schild ist sehr beschädigt. Ach nee, das ist der, den wir vorhin mitgenommen haben. Okay. Aber so ein paar Sachen müssten wir schon mal reparieren lassen. 129. Och. Lass uns über den Preis sprechen. Natürlich. Ist gut. Die Reparatur recht teuer, ne? Wenn wir gutes Zeug haben. Wie wär's damit? Komm schon, ein bisschen mehr und wir sind im Geschäft. Na gut. Wie wär's damit? Nur ein wenig mehr und wir kommen ins Geschäft. Mit der Summe kann ich leben. Aber was ich ja eigentlich wollte... Ja, das sieht doch gut aus hier. Ah, oh, das ist aber auch alles relativ teuer. Ach so, das ist nochmal eine Fußplattenrüstung extra über unseren Hosen. Aha, okay. Ach so, oh ja, das ist, oh, die wären auch ganz geil hier, aber 900, wir haben nur noch 500 Groschen. Müssen wir wieder Geld beim, zuverlässig Geld beim Würfeln erspielen. Ach ja, die belegen Füße und Beinlinge mit, aha. Oh, auch nicht schlecht, Kettenbeinlinge, 17 Verteidigung, oh, 1500, what, 3500, genau. Junge, Junge. Der hat aber einen Haufen Kram. Also, gut. Ja, nee, ja, das kostet schon relativ viel, wenn wir bei ihm jetzt noch was kaufen. Das ist natürlich nicht so ohne. Halt. So, wir reden mal mit dem Scharlatan. Jetzt bin ich mal gespannt. Ha, ich kenne dich. Von irgendwoher. Woher kenne ich dich nur? Was? Ich hab's. Der Traum. Du warst in einem Boot aus Knochen und ich setzte dir eine Dornenkrone auf. Ich habe Zweifel. Ah, hat der vielleicht Tollkirschen? Kristall aus dem Kyffhäuser. Cool. Knochen des heiligen Thomas. Okay. Horn eines Einhorns. Aha. Na klar. Mythen der Rhetorik. Ah, nicht schlecht. Oh, eine Schatzkarte. Okay, der hat schon ein bisschen was Außergewöhnlicheres. Französische Altarkerze. Gott sei mit dir. Wegen dem Boot. Wegen deines seltsamen Traums. Ich wusste, du bist interessiert. Der Traum, ja, der Traum ist wahr geworden. Ich träumte, ein junger Mann würde kommen und mein Lehrling im Wunderhandel werden. Aha. Oh, dann habe ich also Glück.
Im Gegenteil, ich bin der Glückspilz. Wie heißt du, junger Mann? Heinrich. Heinrich. Ein machtvoller Name. Also, Heinrich, bist du bereit, mein Lehrling zu werden? Sag mir zuerst, wer du bist und was du tust. Ich bin ein bescheidener, ärmlicher kleiner Diener der Vorsehung. Gelehrter oder Händler, Gläubiger oder Heide. Ich wandle durch die Welt, ohne Haus und Familie, habe nur meinen Wagen, in dem ich schlafe und biete den Bedürftigen Wunder. Ohne Sippe durchstreife ich diese Gefilde und bringe den Leuten die Wunder näher, derer sie bedürfen. Ich habe alles. Salben, Reliquien, wohlriechende Kräuter, seltene Gewürze, Talismane und Glücksbringer. Ja, so sieht der schon aus. Was erwartet mich, wenn ich dein Lehrling werde? Viel körperliche Arbeit und das Erlangen von Kenntnissen in Medizin, Theologie und weißer Magie. Du wirst die Werke der alten Gelehrten studieren und deine Nächsten zu verstehen lernen, indem du ihnen zuhörst und ihre Seelen liest. Nichts leichter als das. Deshalb hat Gott dich mir geschickt. Also, was sagst du? Ja, ich werde gern dein Lehrling. Wunderbar! Oh, du schöner Tag! Ich habe einen Nachfolger gefunden. Also gut, womit beginnen wir die Ausbildung? Mit einer Prüfung deiner praktischen Fähigkeiten. Oh. Ich habe ein Auge auf 3 wertvolle Objekte geworfen. Aber sie sind sehr schwer zu bekommen. Fahre fort. Zunächst einmal brauche ich einen Zahn des heiligen Prokop, dann noch den Zweig eines Richtfestbaums und zuletzt den Glücksbringer eines Spielers. Herr im Himmel, so viel? Na gut, aber eins nach dem anderen. Wegen des Zahns, das wird etwas komplizierter, nicht wahr? Ich weiß. Ja, so eine seltene Reliquie kann man nur sehr schwer erreichen. Daher habe ich einen anderen Vorschlag. Ich höre. Ein Laienbruder namens Prokop lebt im Kloster. Und wie es der Zufall will, habe ich kürzlich herausgefunden, dass ihn ein kranker Zahn plagt. Woher weißt du von dem kranken Zahn? Er hat es mir in der Schenke gesagt. Aber das ist unwichtig. Und wie soll ich an den Zahn kommen? Ich habe nicht die leiseste Ahnung. Denk dir etwas aus. Vielleicht überzeugst du ihn ja, dass er ihn vom Schmied ziehen lässt. Aber ist das nicht Betrug? Ja und nein. Verkaufe ich den Zahn als den des heiligen Prokop, ist das sicherlich Betrug. Verkaufe ich ihn jedoch als den Zahn Prokops von Sasau, sieht die Sache anders aus. Ist es dann so wichtig, welchen Zahn ich dir bringe? Natürlich ist es das. Die Namen Prokop umranken in diesem Land mystische Kräfte. Ich träg sie vielleicht hin und wieder, aber ich versichere dir, ich bin kein Schwindler. Doch. Gut, ich werde ihn beschaffen. Wunderbar. Was ist ein Richtfestbaum? Du bist wohl kein Schreiner. Nein, ich bin Schmied. Verstehe. Nun, ein Richtfestbaum ist ein geschmückter Nadelbaum. Ein Zweig davon wird ans Dach eines neuen Hauses gebunden, um Glück und Gottes Segen zu bringen. Dann müssen wir doch nur irgendwo einen Zweig abbrechen, ein paar Bänder kaufen und uns selbst einen Richtfestbaum machen. Du verstehst nicht, junger Mann. Der Baum wird vorher von einem Pfarrer gesegnet und hängt an der größten Kirche weit und breit. Den kann man nicht einfach ersetzen. Oh, also gut. Der Baum hängt ziemlich hoch, nicht wahr? Sicher. Gemäß der Tradition wird er oben aufs Dach gehängt und die Kirche ist hoch. Und wie soll ich dann herankommen? Weiß ich auch nicht, aber irgendwie haben sie ihn schließlich hochgebracht. Also gut, ich hole ihn. Okay. Assassin's Creed Sasau, auch noch, sehr schön. Dieser Talisman, wo finde ich so einen? Ich habe einen speziellen im Hinterkopf. Im hiesigen Gasthaus gibt es einen Würfelspieler, der eine Katzenpfote als Glücksbringer bei sich trägt. Eine Katzenpfote? Ich dachte, Spieler tragen Hasenpfoten bei sich.
dachte ich auch. Aber dieser Mann gewinnt ein Spiel nach dem anderen. Ja. Also ist seine Pfote eindeutig mächtig. Oh. Genau. Der gewinnt, weil sein Gegenüber nicht der Hellste ist. Wie soll ich ihm den Glücksbringer abnehmen? Es wird sicher nicht leicht. Aber du findest schon einen Weg. Wir werden sehen. Also gut, ich hole dir die Pfote. Ich mache mich dann auf die Suche. Ausgezeichnet. Tu das, mein Knecht. Ja, danke. Oh. Würdest du mich in der Alchemie unterweisen? Selbstverständlich. Aber bescheiß mich nicht. Ich möchte über die Grundlagen hinaus. Ah, das geht noch nicht, ne? Willst du nicht zuerst die Grundlagen erlernen? Ja, besser wär's. Ich denke darüber nach. Kannst du mich im Taschendiebstahl ausbilden? Selbstverständlich. Ich möchte die Grundlagen festigen. Gut, aber nur gegen Silber. Ist das nicht etwas viel? Weil du es bist. So kriegst du mich nicht rum. Einverstanden. Okay, hör gut zu. Gott behüt dich. So, also, sehr schön. Da haben wir jetzt einige schöne Quests nochmal bekommen, die danach aussehen, gerade von ihm jetzt, wo wir drei Sachen beschaffen müssen. Dann die Bruchstücke für das Schwert des Schmiedes, was er da zusammenklöppeln will. Und das hört sich nach Aufgaben an, die eine Weile in Anspruch nehmen. Und das gefällt mir. Da haben wir viel zu tun und ich denke, das wird auch recht amüsant und abwechslungsreich, was wir da so vorhaben. Deswegen würde ich sagen, bevor wir jetzt was Neues beginnen, machen wir für heute mal Feierabend. Ich bedanke mich bei euch, wünsche euch noch einen schönen Tag und haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.